5 Monate sind jetzt vorbei, dass Frederik und ich uns getroffen haben. Das hat einen bestimmten Grund, dass wir wieder zusammen sind und möchten euch heute etwas ganz Besonderes zeigen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und dir, glaube ich, auch. Ihm auch. Das Geheimnis ist hier, unter der Decke. Nicht, dass wir irgendwas unter der Decke halten wollen, deswegen werden wir die jetzt lüften. Das ist schon was ganz Besonderes, ne? Das sieht vielleicht nicht besonders aus, aber das ist was Besonderes. Vor ungefähr einem Jahr, dreiviertel Jahr, haben Frederik und ich uns das erste Mal getroffen, um einen Schaumwein zu machen. Ich möchte gerne meinen eigenen Schaumwein machen und habe mir dazu natürlich einen besonderen Winzer ausgesucht, von dem ich weiß, dass er auch in dem Bereich sehr gut ist. Und wir haben dann, wie sagt man, die Assemblage gemacht, die Vermählung gemacht verschiedener Grundweine. Ja, also im Grunde ein Cuvée aus, was es selten in Sachsen gibt, ein grüner Veltliner. Ein bisschen mit Kerner verfeinert. Und Kerner hatten wir, glaube ich, damals ungefähr 5% mit reingegeben. Genau. Ne? Genau. Und es waren, sind zwei Veltliner, junge und alte Reben, beides aus deiner Lage oben in Radebeul. Ja. Ne? Das wurde natürlich dann auch abgefüllt in Flaschen und nochmal die zweite Gärung initiiert, indem noch einfach mal Hefe und Zucker dazukommen. Wir wollen heute einmal probieren, wie sich dieser Schaumwein nun entwickelt hat. Und weil er aus Veltliner ist, wird er auch QWV heißen. Dazu müssen wir dejorgieren, also den Hefeschlamm rauskriegen, und normalerweise wird das ja so gemacht, dass er eingefroren wird und dann kommt diese Hefe als Propfen raus. Das, obwohl es im Eis steht, nennt man warm dejorgieren, weil es nicht eingefroren ist, nur gekühlt ist, und dazu gehen wir aber bitte auf die Straße. So, ich glaube, ich mache mal ein bisschen Licht an von hinten und da sieht man sehr schön bis hier oben hin den Füllstand vom Depot. So, jetzt ganz kurz, was wir hinterleuchtet haben, ne? Ist das Depot. Was jetzt passiert ist, Frederik wird ganz kunstvoll die Flasche leicht schräg halten. Dann, früher hat man das mit einem normalen Kronkorken gemacht. Heute haben wir natürlich einen schicken Sommeliermesser, auch mit einem Haken für Bierflaschen, denn das ist ja ein Kronkorken. Und dann wird er das rausmachen und dann kommt ganz viel raus. Und ich hoffe vor allen Dingen das Depot und es bleibt ganz viel von der Flüssigkeit drin. Ja, dass wir probieren können. Ja, es muss wenigstens noch ein Glas drin bleiben. Und das Ganze geht nur einmal. So, sind wir bereit? Und bist du bereit? De Trois. Ah. De Trois. Woo! Sehr schön. Und jetzt, für den Moment, brauchen wir jetzt die schönsten Gläser, die ich habe. Ja. Warte eine halbe Minute. Wir nehmen andere Gläser, als ich vorhin gesagt habe. Ich bleibe hier. Oh, das riecht extrem, ne? So, zu einem besonderen Moment und zu einem besonderen Getränk gehört ein besonderes Glas, dazu gleich mehr. Aber was man hier sehen kann, ich lobe ihn ja ungern, nicht? Aber hier ist der Füllstand. Hier war der Füllstand. Das heißt, es ist so wenig rausgekommen, dass ich sagen muss, er hat das aus Versehen richtig gut gemacht. Ja. Hast du aus Versehen richtig gut gemacht. Merci. Und diese Gläser heißen Zier. Was sagt dir das? Mir freut unglaublich, weil das sind richtige Gläser für einen richtigen Sekt. Ja, und die Form ist toll. Was aber auch ganz besonders ist, ist diese Leichtigkeit des Glases. Ne? Das sieht schon so toll aus. Ja, der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Oh, wow. Also schöne Perlage erstmal. Ja, sehr, schon sehr fein. Schöne Mousse. Ja, geht ganz langsam runter. Sieht fast beim Einschenken, sah es sogar schon noch cremig aus. Ja. Und so langsam wie das runtergeht, ich sag mal, jeder Cappuccino ist nichts dagegen. Das ist eine schöne Mousse. Unglaublich. Und man glaubt es kaum, das wird Flüssigkeit. Ne? Es wird Flüssigkeit. Das ist immer so schön, wenn von unten langsam der Flüssigkeitspegel hochkommt, der Schaum geht ganz langsam runter. Und von oben bubbelt es richtig und von der Seite ist es einfach nur so ein sanftes Sinken. Ne? Ganz leicht trüb sieht man, noch ist es. Ne? Kann ja nicht anders sein. Für so eine Degorgierung ist völlig in Ordnung. Sensationell. Ja. So, dann probieren wir. Machen wir. Achmut. Völlig. Extrem frisch, ne?
komm, lass uns ein Etikett drauf machen und wir verkaufen das. Sofort. Nein. Jetzt braucht noch ein bisschen Zeit. Ja. Hefe darf noch ein bisschen mehr kommen, das ist ganz klar. Es darf noch ein bisschen, etwas kantig noch im Moment. Darf sie noch ein bisschen harmonisieren. Ja. Das braucht er wirklich noch. Geschmacklich sehr frisch. Zitrusaromen, ein bisschen Apfel. Ein bisschen Kräuter, ein bisschen Kräuter. Mhm. Selbst die Hefe merkst du natürlich schon, obwohl das noch gar nicht so lange drauf liegt. Ne? Und also was ich dir vorher angekündigt hatte, diese unglaubliche Mineralität ja. am Ende. Ja. Das hatte man damals schon beim Vermehlen der Weine bei ja. Assemblieren schmecken können. Also jetzt für 5 Monate auf die feine Hefe, ja, das ist schon gut. Finde ich auch. Aber du siehst, wir müssen noch ein bisschen Geduld haben. Ja. Und ich denke, mindestens noch 5 Monate. Ja, denk mal so, dass wir am Ende so ein Jahr bis 14 Monate oder sowas haben genau. werden. Perlage ist ein bisschen hart noch am Gaumen, ne? Das ja, sind noch ein bisschen Nadelstiche, aber finde ich schon sehr trinkbar schon. Ja. Ne? Hm. Also ich glaube, das wird Spaß machen. Bis jetzt ist alles richtig. Finden wir zumindest. Und ihr müsst noch ein paar Monate warten. Und dann möchte ich gerne euer Urteil wirklich direkt hören. Und nicht nur sagen, war nett, mich würde es wirklich interessieren. Und wir machen das so, wenn wir das fertig haben zum Verkauf, machen wir für die ersten ein, zwei Magnums, das wären vielleicht die ersten ein, zwei Kartons, machen wir eine schöne Party hier. Das machen wir. Um den vorzustellen. Ja. Und dann sagen wir euch wieder Bescheid.